So, was ist die nächste Frage? Tobi, welches Kleidungsstück, also Frage, die mir geschickt wurde, fand ich eine sehr gute Frage. Von wem? Denk den Namen aus. Von Daniel. Okay. Welches Kleidungsstück darf auf keiner Querdenker-Demo fehlen? Das ist eine sehr gute, richtig gute Prämisse. Ich habe übrigens heute in der Zeitung gelesen, dass es in meiner Heimatstadt Detmold tatsächlich irgendwie so eine Kommunikationsagentur gibt, die Querdenker ist. Echt? Ein richtiges Problem. Weil die jetzt. Aber vorher Namen schon oder sind die jetzt auf den Zug aufgesprungen? Nee, wohl vorher schon. Ich hab nur, wie man so macht, die Überschrift und den Teaser gelesen. Mhm. Und die Bildunterschrift. Und die wollen ihren Namen quasi zurück, laut Teaser. Aber ich glaube, ich würde eher meinen Namen, glaube ich, ändern. Das kriegst du nicht mehr zurück in den Hafen, das Ding. Ja, stell dir mal vor, du pochst einfach darauf. Ja. So wie Fahrradfahrer, die so im Recht sein wollen, dann sind sie tot. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich hatte aber Vorfahrt. Ja, Vorfahrt. Ist ja schön. Ich glaube, das und jetzt hast du kein Bein mehr. Aber Alter, Tommy, weißt du, was richtig komisch ist? Oh, ich habe gehustet in der Live-Sendung. Scheiße. Können wir abbrechen? Das ist eigentlich auch fast zu gut für einen Podcast, aber... Was ist das denn? Gehst du so dieses Premium-Produkt manchmal an? Manchmal bin ich so, ja. Das kriege ich jetzt alles mit, dass du irgendwie so Halbgeschwister hast. Das ist und dass du bei manchen Sachen sagst, das ist zu gut für den Podcast. Ja, aber... Halbgeschwister. Kennst du so diese Rettungsdecken auf so Autobahnen? Diese goldenen? Diese goldenen, silbernen? Ja. Die sind, glaube ich, wahnsinnig warm. Ja, Tobi, aber weißt du, was ich mich immer gefragt habe? Weil die werden ja bei jedem Unfall pauschal benutzt, wo ich mir denke, ist Wärme gerade wirklich das Problem? Also, wenn du so einen Motorradunfall hast, so, Entschuldigung, ihr Arm ist da vorne, aber ihn muss ja ganz kalt sein. So im Juli, Juli 13 Uhr. Bist du da so eingeschnuffelt, so, oh, cool, damals, können Sie mir noch mein Bein holen, bitte? Als ich in der Kreisliga Fußball gespielt habe, kam auch so ein Betreuer, hatte ich hier so eine Fleischwunde mit so Eisspray ins Gesicht. So, das hat auch nicht viel gebracht, ehrlich gesagt. Welches Frage? Kleidungsstück darf auf keiner Querdenker-Demo fehlen? Es ist natürlich eindeutig ein Kleidungsstück, was man sonst nicht so sieht. Ein Hut. Ja. Oder ein Cowboy-Hut. Ein Hut. So Leute, die so Leder vielleicht sogar, so ein schwarzer Leder-Cowboy-Hut. Ja, vielleicht, so sogar vielleicht sogar mit so einer Schnur. Weil die sich dann immer für so Intellektuelle dann halten, wenn sie sich so einen Hut aufsetzen und dann, ich habe die Wahrheit verstanden. Und dann brauchst du, glaube ich, einen Hut. Oder eine schwarze Lederweste mit so einem Big-Kulli drin. Ein Hut, Tommy, oder so eine verwaschene Mütze. So eine verwaschene Basecap. Ja, die so ausgefranst ist, aber ja, so eine verwaschene Basecap. Ne? Stimmt. Schon mal aufgefallen, dass Nazis immer so Jeans anhaben mit so richtig weißen Nähten. Und du hast gesagt, so eine verwaschene Hosen mit so auffallend weißen Nähten. Da siehst du, boah, ist das eine rechte Hose, ey. Das ist eine richtig rechte Hose gerade. Die sitzt auch einfach, die fällt so runter. Ja, also, das ist gekauft wie gesehen, Hauptsache die Naht ist weiß. Ja, ja, stimmt. Und hast du nicht mal gesagt, Nazis sind innen auch immer orange? Ja, ja. Oh Gott. Also ich glaube, so eine verwaschene Cappy, aber so ein Hut ist auch gut. Und so komische Sonnenbrillen, die eigentlich aussehen, als wenn sie aus einem Sportfachgeschäft sind. Ja, so ölfarbend. Ja, und so eng so super Ritchie. Matze Knob, der hatte so eine auf so damals. Anliegend. Aber so ein Hut, glaube ich. Ich bin mal nach Australien geflogen, dann saß klischeehaft vor mir so eine deutsche Familie, die alle Crocodile Dundee-Klamotten anhatten. Ah, echt? So wie die Daltons, ging das so runter vor mir in der Reihe. Und alle hatten das gleiche Outfit an. Also das war... unangenehm. Du musst eine Frage stellen, Thomas. Ja, ich stelle noch eine Frage. Steht hier eigentlich irgendwas drauf? Welchen Preis haben wir eigentlich gewonnen? Die Krone. Ah, beste Comedy. Ach, beste Comedy? Nicht Podcast. Ach so, nicht beste Deswegen, Podcast. Deswegen, das sollte entweder euch freuen oder dem Land Nordrhein-Westfalen auch zu denken geben. Ah ja, die Comedy-Krone. Steht auch Dann drauf. Habe ich mich ja quasi selber abgelöst. War das ist wirklich... Das ist wirklich ein echt schöner Preis. Bambi ist auch ein schöner Preis. Der Bambi? Ja. Ah ja. Oder? Also nicht. Aber der ist nicht cool, der Preis. Der ist vielleicht schön, aber nicht cool, oder? Der, ja, der ist wirklich cool. Da bin ich richtig stolz drauf. Ah ja. Ohne Witz. Ja, das freut mich. Was habe ich denn noch für Fragen bekommen? Gibt es den Bambi noch? Ich glaube nicht. Welche Branche feiert sich denn eigentlich? Bambi gibt es noch? Das Forstwesen oder was? Weiß das jemand? Bambi? Gibt es Bambi noch? Gibt's noch? Daumen hoch. Ja, Echo gibt es nicht mehr. Ah ja, wegen... Campino featuring Kollega. Ah ja. Ich finde es so witzig, dass Kollega diesen ganzen Shit abbekommen hat, obwohl die Line ja von Farid war. Also weißt du? So geht's mir übrigens immer. Ja. Also, Frage. Familienfeiern, Felix. Mhm. Von einem Lukas. Mhm. Was glaubst du? Bist du Lukas für ein mit Typ? C oder mit K? Ich habe es mit K geschrieben, ich bin mir nicht sicher.
So Eltern, die ihren Kindern so Steine in den Weg legen und so. Du heißt Sarah, aber das H sagen wir noch nicht, wo das hinkommt. Irgendwo mitten hinter so einem Vokal. Stell dir mal vor, du nennst dein Kind einfach Lukas mit G. Lukas. Lukas mit G. Ja. Einfach so. Wie heißt du Lukas? Ja, nee, nee, mit G. Als ich in Detmold Zivildienstleister war, in der urologischen Lukas. Ambulanz, wurde Lukas ein, mit Doppel-G. Wurde da geboren ein... Lukas mit 3G. Der Lukas. Ah, der Lukas. Lukas. Einfach denselben Witz nochmal. Er wurde da geboren, ein Anakin Legolas. Das finde ich auch gut. Was heißt Anakin Legolas? Anakin. Anakin? Von Star Wars. Ah ja. Und Legolas hier von Lego. Wow. Oder? Hier, wie heißt Herr der Ringe. Herr der Ringe. So. Nie gesehen. Ich habe den ersten Teil angefangen. Familienfeiern. Okay. Familienfeiern, Felix. Was glaubst du, bist du für ein Typ in 20 Jahren auf den Lobrechtschen Familienfeiern? Bist du der abgehalfterte Medientyp, der es mal geschafft hat, der so kurz vor Promi-Dinner, da sich eine Wohnung leiht von jemandem, von einem Kumpel, der es noch drauf hat, damit es so aussieht, als wäre der noch irgendwo, gäbe es noch eine Geldquelle. Gehst du überhaupt noch hin? Lässt du dich siezen dort? Was bist du für ein Typ auf Familienfeiern? Darfst du vielleicht gar nicht mehr hin? Darf mich meinem Bruder nicht mehr als 150 Meter nähern, weil irgendwas Komisches vorgefallen ist. Boah, weiß ich nicht. Nein, mein Bruder nennt mich ja intern gern den Grinch. Komisch. Weil ich nicht so die Weihnachtsmaus bin, obwohl ich ja Weihnachten Geburtstag habe. Stimmt. Und mir macht Weihnachten ja an sich auch... Wie ist das eigentlich? So hab ich nur einmal im Jahr gemerkt, dass wir arm sind. Oh. Aber Jesus auch scheiße, ne? Weihnachten Geburtstag an einem Tag. Das ist ein sehr guter Witz. Der kommt dann, dauert ein bisschen. So, erzähl mal. Hier, die Cloud lacht auch. Die Kameras wackeln. Die Feuerfreude, guckt ihr Feuerwehr da. Das ist wirklich eine Idee. Hier sind Feuerwehrleute. Für die Leute, hier sind Feuerwehrmänner. Ja, die haben immer geile Reflektoren so an den Schienbeinen. Ja, ja, das auch manchmal bei meinen Shows, wenn dann so Feuerwehrleute da sind, ja. Weil ich sehe die ja, also weil die werden immer so von der Bühne so ein bisschen angestrahlt und ich sehe immer diese Reflektoren, ja. Dann habe ich einmal den Fehler gemacht und das angesprochen und gesagt, hö, sieht aus, als wenn da irgendwelche Astronauten sind. Ja. Dann haben die Leute sich umgedreht und haben die gar nicht gesehen, weil du siehst diese Reflektion ja nur, wenn es also aus der Richtung, aus der das Licht kommt, weißt du, wie ich meine? Und da war ich einfach kurz so ein Typ, der gesagt hat, hier sind Astronauten im Raum. Einfach bei so einer Show, wo die Leute Geld für bezahlt haben. Auch dachten so, ey, klar. Das ist durch. Ja, weiß ich nicht. Entweder bin ich so der unsympathische Onkel, der so notorisch zu spät kommt und sich dann probiert, so die Liebe von allen anderen zu erkaufen. Ja. Mit so Geschenken, die so viel hast, zu teuer sind. Ja, du hast bestimmt in der Einfahrt so ein fettes Auto, wo die Kinder dann drin sitzen und hupen und sowas und Spaß drin haben, oder? So willst du, glaube ich. Aber nicht meine eigenen. Natürlich nicht. Also fremde Kinder. Nee, ich glaube, ich würde wahrscheinlich, ich bin so ein unsympathischer Onkel, der dann zu spät kommt und dann so weißt du, mein Bruder gibt sich so richtig Mühe, dass seine Kinder, wenn er irgendwann mal welche hat, dass sie nicht verwöhnt sind oder sowas und ich schenke denen dann sowas richtig Übertriebenes. Also ja, oder einfach gehst du so rum, völlig so 1000 drüber, Euro. Ja, einfach so ganz lieblos. Das teilst du an jedes wie Kind bei mir so 1000 machst. Euro. Ja, so wie ich es bei dir mache. Ja, nee, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Was bist du für einer? Du bist so... Es kommt darauf an, was du jetzt noch so aus mir wirst. Du bist selbst, also erstmal erkennt man dich nicht wieder. Ja. Keiner erkennt dich mehr. Ich weine gerade. Ja, ey. Und dann, du bist dann selbst bei so einem Familientreffen, bist du so professionell und redest mit den Kindern so professionelle Sachen. Ja, das ist eh wichtig, mit Kindern wie mit Erwachsenen zu reden, finde ich. Ja, aber es nervt ja schon Erwachsene, wenn du mit denen professionell redest. Das stimmt, das ist wahr. Wie bin ich? Ja, entweder werde ich so... Oder redest mit den Kindern übers Wetter, aber so viel zu wissenschaftlich. Das ist so richtig komisch. Du hast immer so eine komische so eine Strömungstabelle dabei oder sowas Komisches. Ja, so mit so Dreijährigen in der Puppenecke, so mit Isobarenkarte zu sprechen. Das ja, könnte sowas. So meins sein. Entweder so oder ganz schmierig, dass ich irgendwann so abstürze. Ah ja. Und dann so irgendwie zum Neffen so, ist deine Freundin? Ist auch eine richtige Frau geworden mittlerweile. So, weiß irgendwie so. Kann ich mir auch vorstellen. So, Tommy, komm da weg. Und dann muss ich auch früher gehen und so. Und ich kriege nur Tee. Tommy, du musst immer um 19 Uhr gehen. Sag mir nicht, weil ich genug habe. Ja, also so um 18.30 Uhr. Du bist so weggetragen. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich so einer werde. Ja, irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Okay. Wollen wir hier noch eine Frage machen? Ja, wie spät ist es überhaupt? Wie lange müssen wir eigentlich? Wie lange sind wir schon? Becky macht so. Ah ja. Danke für die Info. Knapp vor 40. Naja, ist doch perfekt. Tommy, was willst du unbedingt noch lernen? Die Frage hat Daniel gestellt.
Also gibt es irgendwas in deinem Leben, was du noch gerne lernen würdest? Irgend so ein Skill, eine Sprache, irgendwas, was weiß ich was? Ist gar nichts Lustiges. Tatsächlich mein Englisch verbessern. Dein Englisch ist jetzt gerade ziemlich lustig, tatsächlich. Nee, es ist ja schon gut, aber ich habe einfach so... It's very good, yes. Yes, kennst du, wenn Deutsche so einfach das direkt übersetzen. Wir sagen ja immer gerne so, ja. Und da saß ich letztens im Ausland, geile Formulierung. Und da hat jemand Englisch gesprochen, Deutscher. Und der sagte halt, der hat wirklich, während der andere gesprochen hat, immer so, yes. Nee, das Ding ist einfach, dass wir, du ja auch, glaube ich, beruflich, wann hast du das letzte Mal Englisch sprechen müssen? Yesterday. Beruflich? Nein, Spaß. Obwohl, doch hier mit den Hörnis von Netflix. Boah, das war auch richtig. Von Netflix. Das sind richtige Hörnis. Ja, aber das war wirklich schöne Grüße. Aus dem Studio. Nice greetings, by the way, ja. To Netflix. Ja. You are awesome and you owe me money. Nee, ich finde das immer, man denkt ja immer gerne so an andere Sprachen, so mal Italienisch, Französisch oder so. Nee, aber wenn man das Englisch perfektionieren, da hätte ich Bock drauf. Aber das lässt sich eigentlich leicht machen. Ja, ja. Also, da muss ja wirklich eigentlich nur ein halbes Jahr mal nach England oder in die USA. Ja, irgendwie sowas. Sowas, das wäre ein realistischer Wunsch oder ein realistisches Vorhaben. Bei dir? Ich glaube auch irgendeine Sprache. Ich würde gerne Spanisch lernen, glaube ich. Because my Spanish is not very good. Mhm. Und die meisten meiner Kumpels sprechen Spanisch. Und dann deine kubanischen Kumpels. Die kubanischen Kumpels. Das klingt immer wie ausgedacht. Findest du? Ja, weil in Berlin ergibt das ja Sinn. Es ist ja wahrscheinlich einfach geschichtlich bedingt, dass da viele Kubaner leben, korrekt. Die Eltern wahrscheinlich... Lass sie jetzt einfach auflaufen. So, wovon redet der Mann? Nee, aber in NRW trifft man nicht so oft auf Kubaner. Nee, das ist so eine alte kommunistische Gaga-Verbindung zwischen der DDR und Kuba. Ja, ja, deswegen. Ja. Und in NRW so Kubaner eher selten. Oder? Ja, ihr habt ja andere Probleme. Aber Spanisch? Ich glaube, Spanisch würde ich gerne lernen und habe ich auch schon tausendmal erzählt, glaube ich, meine traurige Schlagzeugerlaufbahn, wo ich 5-mal in einem Jugendclub Schlagzeug gespielt habe und dann wurde der Typ rausgeschmissen und das Schlagzeug wurde verkauft, weil die kein Geld mehr hatten. Ich glaube, ich würde gerne noch Schlagzeug lernen. Das hat nämlich richtig Bock gemacht. Also eher so Sachen, die du schon kannst, vielleicht ein bisschen perfektionieren jetzt bis auf Spanisch. Nichts perfektionieren, ich kann gar nichts auf dem Schlagzeug. Ich habe fünfmal eine Stunde pro Woche gehabt. Ach so, okay. Das war halt umsonst. Das ist bei mir auch so. Ich habe Klavier gespielt und habe irgendwann... Ich finde, es gibt übrigens nichts Schlimmeres als irgendwas, was man mal konnte, nicht mehr zu können. Das weil die dumme so Pubertät dazwischen kommt. Mit 16 habe ich gesagt, ich will jetzt unbedingt aufhören. Dümmste Entscheidung meines Lebens. Ja, wirklich. Ey, irgendwas nicht mehr zu können, was man mal konnte, das ist richtig unangenehm. So geht es mir beim ja, vor allem, was für ein Privileg, so einfach 8 Jahre lang Klavierunterricht zu bekommen und dann, kein Bock mehr. Und jetzt kann ich es nicht mehr so gut. So richtig schön dumm. Ja, genau, Klavier und Englisch, glaube ich. Das ist so perfekt, wieder besser zu verbessern. Das ist, glaube ich, ein gutes Vorhaben. Ja. Eine Frage noch. Felix. Thomas. Also da sind noch ein paar Fragen. Zum Beispiel, hast du schon mal Yoga gemacht? Ist eine Frage. Ja. Welche Temperatur, wenn du dir eine aussuchen müsstest, die jetzt für immer auf dem Planeten herrscht, jetzt Klimawandel mal ausgeklammert, welche wäre das? 22 Grad. Sehr gut. Nee. Doch. Aber das geht aber auch in der Nacht dann, ne? Ja, eine Klimaanlage. Oder funktioniert die dann nicht? Ich finde so 18 Grad ist gut. Dann ist die Mode auch besser. Aber warte mal. Die Frage müssen wir jetzt noch kurz hier spezifizieren. Mhm. Also... Ist diese Temperatur dann überall? Ja. Ja, dann müssen ja aber Klimawandel ist mal ausgeklammert. aber da müssen wir jetzt hier ganz andere Themen noch aufmachen, Tommy. Ja. Da muss es ja kalt sein, allein schon zwecks Essensaufbewahrung etc. pp. Ja, Kühlschrank und so geht ja weiter. Ach, das geht. Ja, selbstverständlich. Das war doch gar meine Frage. Geht um Außentemperatur. Ja. Da jetzt sind wir bei um die Außentemperatur. Aber das war eigentlich eine Frage, die ich einfach so runterrattern wollte. Die ist ja eigentlich gar nicht so. Wie sieht das Cover deiner Biografie wahrscheinlich aus? Wie sieht was aus? Wenn du eine Biografie schreiben würdest, wie würde dein Cover aussehen? Das ist ja auch eine schöne Frage. Boah, wahrscheinlich irgendein Foto ich von. Trashig. Irgendein Foto von so Marvin. So Neon. Irgendein Foto von Marvin. Warum keins von dir? Naja. Na gut, ne? Guter, weil Marvin bist ja nicht du, weißt du? Da hast du echt einiges gelernt bei Brainpool. Das mag er nicht, der Tommy. Ich glaube, meins wäre. Nee, warte mal, ich habe es doch gar nicht beantwortet. Ich glaube, ich würde mich so unnötig intellektuell gerieren. Ja. Also, wo ich so richtig alt und faltig bin, das würde ich dann nochmal so highlighten mit so Kontrasten. Aber du sagst ja schon, dass dein Konterfei da zu sehen wäre. Das wäre bei mir, glaube ich, zum Beispiel gar nicht der Fall.
Wird man dich nicht sehen. Obwohl es sich dann schlecht verkauft, ne? Ja, nicht, weil ich so toll aussehe, sondern weil du brauchst Gesichter auf dem Dings. Ja. Ja. Das von Obama ist auch, habe ich jetzt, Markus, hast du das Interview gesehen von Markus Lanz mit Barack Obama? Nee, das wollte ich mir angucken, war es gut? Ja, ich war überrascht, dass Markus Lanz so gut Englisch spricht. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Hättest du es gedacht? Also war okay, aber so, dass er sich das zutraut, so in Washington, auf fremdem Terrain, wie man ja immer so schön sagt, sich da so zu beweisen. Aber war auch eine PR-Veranstaltung ein bisschen, aber war schon gut, war ein gutes Interview. Ah ja, nee. Ja, weil er hat auch die so kritische Sachen auch angesprochen. Zum Drohnen Beispiel? Und so weiter. Ah, ja. Michelle. Ich will bei so ein geiles Bit zu, dass so, redet er so über First Ladies. Ja. Dass die eigentlich, warum die auch nur irgendwas zu melden haben. Hat er gemacht? Ey, das ist grandios. Das kenn ich gar nicht. Da hat er auch so einen geilen Joke. Er meinte, das fand er so richtig gut an den Bushs, an George W. Bush und an seinem Vater. Because Laura. The Bushs had their women in line. What was their name again? Beth? I don't know. Hat er das gemacht, Bill Burr? Ja, das kenn ich gar nicht. Grandios. In welchem Programm? Guckt euch an, Bill Burr irgendwie First Ladies oder Michelle Obama oder sowas. Grandios. Gott. Es gibt auch so einen anderen Comedian, das ist nicht Bill Burr, der geht auf die Bühne und seine Opening-Line ist einfach kein Hallo, kein Nichts. Er geht einfach auf die Bühne und sagt, I want to fuck Michelle Obama. Damit geht er einfach so auf die Bühne. Also es funktioniert. Ja, das ballert. Also einfach so als, einfach hier fangen wir an. Weißt du, ja, genau. Ja, hier ist die Limbo-Stange angelegt, ja, genau. Alle bitte einmal drunter her. Das ist, das ist witzig. Aber funktioniert auch wieder nur auf Englisch. Auf jeden Fall. Und auch da schon schwierig, aber funktioniert nur auf Englisch. Nee, aber eigentlich auch nicht schwierig, weil da ist allen im Publikum klar, weil es da einfach ein breiten, tauglicheres Comedy-Verständnis gibt. Da ist allen klar, das ist ein Witz. Ja, weißt du, ich meine, es ist offensichtlich ein Witz. Aber stellen Sie das mal auf Deutsch vor. Ja, das funktioniert nicht. Ich will die Deutschen so sehen, sondern ich bleibe ja dabei, die Sprache ist nicht so comedy-tauglich irgendwie. Wie heißt Sauer mit Vornamen Joachim? Merkels Ehemann, ja. Ich will Joachim Sauer ficken als erste Line. Ja, dann komisch. Gehen halt so ein paar Feuerwehrleute und ich glaube, das ist einfach nicht so witzig. Ja, so vier, stell dir mal vor, es gehen einfach nur vier. Bei vier Leuten ist das zu viel. So abwinken. So, noch Frage. Ich hab noch eine kurze Frage. Ja, los. Was ist dein Lieblingsvogel? Boah, das ist doch keine kurze Frage, das ist eine ganz wichtige Frage. Na, ich dachte, das ist sofort parat. Ich bin ja Fan der Taube. Weil die Taube hassen immer alle, aber eigentlich macht sie ja evolutionstechnisch alles richtig. Wir versuchen mal die Pandas los, jetzt bumst doch mal und vermehrt euch. Und die Taube, die liefert richtig ab, so, ich mach doch alles richtig. Und irgendwie finden wir sie trotzdem nicht gut, ja, weil wir diese Verknappung mögen. Gäbe es nur eine Taube auf der Welt, würden wir wahrscheinlich dicht gedrängt, wenn wir um das Gehege stehen und uns das Ding angucken. Ja, und am Brunnen Punkt. In der Stadt würden wahrscheinlich nur Tiger rumlaufen. Ja, und Darwins Credo war ja Survival of the Fittest. Und ja, und die Taube, die liefert ab. Die genau, und er definiert ja Fitness als Fortpflanzungsfähigkeit. Und ich bin Taube. Fan, ich muss immer drüber lachen, weil die halt so laufen. Ich habe immer dieses Gefühl, die haben so Scooter auf dem Ohr, da denke ich dann, da muss ich lachen. Und ich finde, die Taube ist gut. Die Taube ist ein gutes Tier irgendwie. Die liefert. Also die liefert genau das, was wir eigentlich immer wollen. Oder? Glaubst du, es gibt eigentlich irgendeine Großstadttaube älter als 2 Jahre, die noch alle 10 hat? Ich habe das Gefühl, dass Tauben, also so 2 fehlen immer. Ich meine so, hallo, ich bin eine Taube. Nee, aber sonst so. Albatros finde ich witzig. War witzig, weil die behindert ist. Ja. Da wird gelacht. Buzzword-Comedy. Ich habe immer überlegt, ob man mal so Buzzword-Comedy, so ein Stand-Upper, einfach protegiert, groß macht, der einfach nur in Substantiven spricht. Und ich glaube, es wird funktionieren. Du gehst einfach auf die Bühne so, Ikea, Hotdogs. Ah, ja. Also sowas, Frauen, einparken. Also nur so. Ach so, einfach nur so assoziativ. Ich glaube, du würdest eine Zielgruppe finden, die das witzig fände. Weil es ist ja oft so, du sagst einfach so, in Deutschland, RTL, du versuchst irgendeinen geilen Gag zu schreiben, aber am meisten lachen sie dann über Check24-Familie. Kenn ich. Und dann lachen sie sich kaputt. Was ist eigentlich die Konstellation Wendler. Bei der Check24-Familie? Was ist kommen jetzt? Die Konstellation, da ist eine Frau zu viel. Also entweder hat der Typ so ein Harem zu Hause. Ja. Oder ist, also weißt du, das ist immer so, der Mann. Ja. Dann eine Frau in seinem Alter, dann die Tochter, ja. Dann so ein Junge und dann ist da noch so eine Frau, so eine Blonde. Ja, stimmt. Da stelle ich mir den Dreh auch immer ganz schwierig. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, wer ist das? Wer ist diese Frau? Wissen die, glaube ich, selber nicht. Hä, das muss doch irgendjemandem aufgefallen sein. Der Check24-Vater, also wie heißt der, Manfred Check24? Nee, Marco. Den habe ich mal gesehen in einer Netflix-Serie, so hinten links als Polizisten. Und ich konnte das dann nicht mehr ernst nehmen die ganze Zeit. Ja. Ich dachte, vielleicht tanzt er so die Treppe runter. Das sind aber keine Deutschen, oder? Nee, Amerikaner. Ja. Ja, und da stelle ich mir den Dreh halt so geil. Von so einer Kulisse irgendwo in Los Angeles.
weil bei den Länderspielen zum Beispiel der deutschen Nationalmannschaft haben die dann so Deutschland-Sachen in der Hand und Deutschland-Trikots. Ja, ja. Da müssen ja wirklich so den ganzen Globus einmal durchgegangen sein mit Fanartikeln. So, gleich ist Frankreich, dann Spanien, Italien, dann müssen die ja komplett durchjagen. Ich hoffe, es wurde ihnen gut bezahlt, der Familie. Ja. Buzzword Comedy kann aber funktionieren, glaube ich. Ich glaube auch. Und wenn es ein Sketch ist für irgendeine Late Night oder so, ich glaube, das könnte witzig sein. Weil das würde. Ja, aber weißt du, ich richtig witzig finde, hast du mitbekommen, dass die ARD hat ja gerade so eine Themenwoche, nachdem wir das Thema Umweltschutz bei mit Luisa Neubauer bei uns im Podcast groß gemacht haben. Ja, seitdem ist das Thema. Seitdem ist es Thema. Und da hat sich ARD natürlich drauf gestürzt. Wir kennen You're sie. You're welcome. Und haben eine Themenwoche gemacht mit Wie wollen wir leben oder sowas hieß es, glaube ich. Und da, ich glaube, das große Finale war so ein Film, der hieß Ökozid. Hast du es mitbekommen? Da ging es irgendwie, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, das war so viel zu viel Plot, so eine richtig riesengroße Prämisse. Der Film spielt irgendwie in der Zukunft, so 2035 oder sowas. Und da geht es darum, dass der globale Süden Deutschland anzeigt vor irgendeinem, in Den Haag oder so, irgendein UNESCO-Gericht, ist ja auch egal. Erasco. Deutschland wird angezeigt vom globalen Süden, weil die den Klimawandel irgendwie maßgeblich mit vorangetrieben haben. Und sondern quasi so Strafe dafür zahlen. Okay. Und das ist die Prämisse. Und sehr riesengroß. Riesengroßes Thema und übertrieben viel Werbung gemacht. Da habe ich 10 Minuten reingeguckt, fand es mega langweilig und richtig schlecht gespielt. Und weißt du, wer die Merkel gespielt hat? Die Kathi Karrenbauer. Nein, die Sylvie Mais, ne, Spaß. Die Dingsbums hier. Die Erika bei Stromberg gespielt hat. Nee. Doch, die hat Merkel gespielt und deshalb konnte ich die nicht ernst nehmen, weil ich hatte die ganze Zeit so Erika, ich hatte die ganze Zeit so im Kopf, wie sie so ihren Finger in so einem Teller. Das ist aber auch wirklich, wenn du bei so einer kultigen Serie wie Stromberg mitgemacht hast, wie lange Bjarne Mädel gebraucht hat und sich da die Tatorte reinigen musste, um davon wegzukommen vom Ernie. Aber jedenfalls, was ich kurz erzählen wollte, riesengroße Prämisse und richtig großes Thema und viel Werbung und Finale von dieser Themenwoche. Dann habe ich nach 20 Minuten oder 10 Minuten ausgeschaltet, weil es langweilig war, wie gesagt. Und am nächsten Tag habe ich dann bei DWDL gelesen, dass das ein krasser Flop war. Und es hat mir noch voll leid getan. Ja. Aber auch nicht, weil es wirklich nicht gut war. Okay. Wollte ich nur kurz erzählen. Achso, ich dachte, es kommt noch eine Pointe oder so. Und ne, die Pointe ist, dass das DWDL es war, es war so eine typische deutsche Kopfgeburt. So eine, möglichst viel Plot. Eine richtig komplizierte Prämisse und alles andere ist egal. Weißt du, so Fernsehen. Fernsehgacker, ey. Gebt euch mal mehr Mühe, Alter. Gebt euch mal Mühe, Alter. Was ist denn los mit euch? Sagt er. Ja, ey. Im Namen von Gemischtes Hack. Nein. Im Namen von Tommy Schmidt, ey. Im Namen von Gemischtes. Im Namen von Gemischtes. Ja, ich glaube, ein besseres Schlusswort finden wir nicht, oder? Nee, oder? Ich glaube, wir sind jetzt auch durch. Wir müssen jetzt, glaube ich, auch. Ja, wir müssen auch. Wir müssen übermorgen eine Folge wieder aufnehmen. Ja, das ist ja alles Zusatz. Genau, das ist so aus der Luft gegriffener Zusatzcontent. Nur für euch. Komm, lass mal beide irgendwas so. Welche Kamera ist gerade aktiv? Können wir die Frontkamera kriegen? Tommy, lass mal jetzt beide was. TikTok-mäßig. Nee, wir greifen jetzt beide was aus der Luft. Und was? Ach so, den Content. Das war Content. Wow. Content für euch. Tschüss. Tschüss. Bis Mittwoch. Auf Wiederhören. Schnitt. Wäre lustig, wenn wir jetzt noch drauf wären.